Was hast du denn da? Oh mein Gott. Baxter? Maul, Norman. Kann das einer normalen Frau passieren? Baxter hat's ebenfalls erwischt. Und alle stehen einfach rum und glotzen irgendwie. Wieso fangen sie dieses Ding nicht endlich? Das kann doch nicht so schwer sein, wo hier lauter Sackgassen sind. Ach, Mist. Handgelenke sind für Mädchen. Ich schneid mir die Kehle durch. Und du solltest dich erhängen. Sogar der Tod wird noch als Riesenklischee zelebriert. Unserer nicht. Der wird eine geile Nummer. Ich denke, unser Tod sollte ein bisschen mehr sein als so eine billige Seifenoper. Das war doch deine Idee. Willst du dich jetzt etwa drücken? Ich habe mir nur vorgestellt, wie alle mich anglotzen, während ich einfach da liege. Aber was ist, wenn sie nur lachen würden? Die werden erschüttert sein. Bee, wer Selbstmord begeht, sagt irgendwie, leck mich. Das passt doch genau zu uns. Das ist unser Pakt. Naja, für dich ist es einfacher. Dir ist es egal. Es war abgemacht, dass wir irgendwann Schluss machen würden. Da waren wir 8 Jahre. Na und? Ausstieg mit 16 oder Tod in der Szene, aber für immer zusammen. Bis in alle Ewigkeit. Vereint gegen das Leben, wie wir es kennen. Unser Tod wird ein supergeiles Ding, glaub mir. Viel Blut. Und ich kann deine Muschi sehen. Los, mach schon! Thank you.
Gut, gut, na schön, na schön. Also, das war ziemlich ungewöhnlich, stimmt's? Die Schwestern Fitzgerald haben offensichtlich sehr fleißig... Oh Gott, ich meine, ich finde das ziemlich eklig, was wir da gesehen haben. Oder nicht? Hm? Ihr beide kommt nachher mal ins Lehrerzimmer, nach dem Unterricht. Und zwar einzeln. Hey, können wir die mit Ginger noch mal sehen? Hey! Das Leben in Bailey Downs. Also, wer ist als Nächster dran? Na los, Ladies! Tempo! Lauft für Daddy! Ja! Abgeprallt! Ich wette, die hat's drauf. Du willst eine Fitzgerald flachlegen? Scherzkeks. Aber ich will nicht die flachbrüstige, sondern die mit dem super Vorbau. Und den roten Haaren. Aha. McCarty hat mich gerade abgecheckt. Interessiert dich sowas etwa? Highschool, ein beschissener Fortpflanzungsbetrieb. Das reinste Hormonklo. Sowas finde ich leider echt zum Kotzen. Was ist denn mit deinem Rücken? Keine Ahnung. Ziel anvisieren und vernichten. Na los. Wie kann man den süß finden? Oh mein Gott. Okay, Trina Sinclair. Der ist doch total langweilig. Irre Idee. Und weiter? Trina Sinclair. Tot im Haarfärbemittelgang. Umgekommen, weil sie passende Haarspangen gesucht hat. Vollgepumpt mit Appetitzüglern. Trägt ihre Shorts eingeklemmt in der Arschfalte. Ausrede für nicht gemachte Hausaufgaben. Mein Nagellack hat sie gefressen. Das übliche Vergnügungsmodell. Das Standard. Spermamäßige Auffangbecken. Das ist gut. Okay, verdammtes Miststück. Oh-oh. Es geht wieder los. Hier rüber, Sarah. Danke. Ich gebe dir Deckung. Gut. Und los! Schneller! Hey, lauf! Weiter! Hey! Oh. Lass mal hüpfen, Baby! Und schön laufen! Los! Weiter, Baby. Na, mach schon! Na los! Halt so, Baby! Ja, halt's Maul! Das ist doch super! Hey! Oh. 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 Die Bestie von Bailey Downs schlägt wieder zu. Zum vierten Mal in dieser Woche. Oh. Wow, Bonuspunkt. Oh. Tod bei Anblick eines Hundes, hä? Fitzfresse? Das reicht jetzt. Alles okay? Ja, super, okay. Die hat ein verdammt tollwütiges Temperament. Oh. Bridget, geh und wasch dich. Ja, meine Schwester nie wieder an. Willst du mich daran hindern, du Monster? Aufhören! Benehmt euch gefälligst. Der Hausmeister hat dich ja ziemlich geil angeglotzt. Ach, echt? Soll ich sie umbringen? Das mache ich für dich, Bee. Wie du willst. Nein, nicht wie du willst. Das ist mein voller Ernst. Ehrlich? Wie wär's denn mit Folter? Ich tu, was du willst. Hör mal, sie hat doch diesen Hund. Den könnten wir entführen und es dann so inszenieren, als ob das Ungeheuer von Bailey Downs ihn zerfleischt hätte. Wir haben noch Blut- und Plastikinnereien von der Dia-Serie. Ja, das ist geil, das machen wir. Sie flügelt einen Drogendealer. Die giert nach negativer Zuwendung. Also Sam, rufst du mich an? Okay, du hast meine Nummer, oder? Sam! Okay, bye! Also los. Oh, so ein Wichser, dass ich den mal gut gefunden habe. Weißt du, du darfst nicht zulassen, dass solche Idioten dich fertig machen. Deshalb hat Buddha mich gemacht.
Um das zu verhindern. Ja, eben hast du sie echt zur Sau gemacht. Hey, lass mich nur erst mal richtig loslegen. Glaub mir, die mache ich echt fertig, ehrlich. Hör auf rumzuschleimen. Ach, Fitz? Wir sollten uns mal treffen. Nein. Blöde Kuh. Norman! 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 Los, spring! Na, mach schon! Spring, Norman, spring! Bee, sag, dass du so einen Scheiß nicht mitmachst. Nur weil so ein Typ an seinem Reißverschluss spielt, da wäre ich lieber tot. Ohne dich würde ich hier total irre werden. Du bist ja nicht ohne mich, du Schwachkopf. Ginger, schubst deine Schwester nicht so, hm? Gott, ich hasse unseren Genpool. Seht mal hier. Lass den Schläger los, Norman. Du machst ihn kaputt. Lass ihn los. Ginger, warum hältst du dir den Rücken? Weil er wehtut. Und wieso? Naja, der Schmerz geht über die Nervenenden bis zu den Synapsen im Gehirn. Das ist nicht witzig. Und auch das witzig. Wodurch hast du dir wehgetan? Beim Todsein. Tut es dir unten am Steißbein weh oder etwas höher? Hast du hier überall Verspannungen? Kann sein. Ein ziehender Schmerz hier hinten? Möglich? Oh mein Gott. Dann sind es vielleicht Krämpfe. Würdest du vielleicht mal 2 Sekunden lang aufhören? Pam, wir sind beim Essen. Henry, seit 3 Jahren müssen die beiden ihre Menstruation haben. Das ist nicht normal. Jetzt ist es ja vielleicht soweit. Ist es nicht? Schatz, du hast keinen Grund davor, Angst zu haben. Es ist die normalste Sache auf der Welt. Vielleicht ist es Rückenmarkkrebs. Ginger Ale. Oder Tuberkulose. Das hast du nun von deiner Reaktion. Oder Spondylitis. Spondy was? Da wachsen die Wirbel zusammen. Na toll. Bridget, hör auf. Ach, mach dir nicht ins Hemd. Hör mal, ich verbitte mir diesen Tonfall, Ginger. Ja, den verbitte ich mir auch. Leck mich doch. Jetzt reicht's aber. Ab in dein Zimmer. Sehr gern. Niemand hat gesagt, dass du auch aufstehen sollst. Euer Vater und ich gehen heute Abend zur Eheberatung. Bleibt bitte zu Hause. Da soll irgendwo noch so ein wildes Tier frei herumlaufen. Sie gehen doch nie aus. Du warst mir eine große Hilfe. Das kenne ich ja schon. Ginger. Was ist? Wir werden erwischt. Nein, werden wir nicht. Ihr Hund wird bestimmt nicht draußen sein. Na, irgendwann muss er doch mal pinkeln. Niemand lässt seinen Hund im Moment allein draußen rumlaufen. Du lenkst sie einfach ab, während ich mir den Köter schnappe und ihn alle mache. Ich kann sie nicht ablenken. Hör mal, das war deine Idee. Wenn dir deine Ideen nicht mehr gefallen, dann halt gefälligst die Klappe. Tut mir leid. Ich hab satt, die ganze Scheiße zu schlucken, okay? Oh. Sieh dir das an. Jetzt haben wir sogar eine Leiche. Die flippt aus. Oh, Wahnsinn. Nimm sein Bein. Er ist noch ganz warm. Ah, wie eklig. Scheiße. Dann lassen wir es. Schade eigentlich. Du hast was abgekriegt. Na toll. Was ist? Bee. Das sind meine Tage. Also ansteckend ist es nicht. Das weiß ich. Oh Gott. Da bringt man sich halb um anders zu sein und dann bescheißt an der eigene Körper. Aber wenn ich vor irgendwelchen Tamponautomaten stehe oder Stimmungsschwankungen habe, dann erschieß mich, okay? Lass uns hier abhauen.
Verdammt! Scheiße! Mal sehen. Es tut weh. Ich muss es mir ansehen, Ginger. Es tut weh. Was war das? Was war das? Keine Ahnung. Es war ein großer Hund, nehme ich an. Was habe ich denn getan? Was? Ich habe mal so eine Sendung gesehen über Bären. Die sagten, wenn Mädchen ihre Tage haben, gehen die Bären auf sie los wegen dem Geruch. Das war aber kein scheiß Bär. Hier gibt's nämlich nirgendwo irgendwelche Bären. Tut das weh? Nein. Ich glaub's einfach nicht. Es heilt bereits ab. Irgendwas stimmt da nicht. Ich ruf den Notarzt. Nein, nein! Weh, ich blute doch gar nicht mehr. Stimmt's? Ich meine, erzähl bloß Pam nichts davon. Okay? Es geht mir gut. Okay? Okay. Alles klar? Mir geht's gut. Wirklich. Alles okay. Ich dachte, du würdest sterben. Ich bin okay. Völlig okay. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Indem das Virus normale und gesunde Zellen angreift, frisst es den Wirt allmählich von innen her auf. Schließlich verzehrt der Aggressor seinen Wirt voll und ganz und vernichtet ihn am Ende. Bei der vollständigen Meiose finden zwei aufeinanderfolgende Zellteilungen statt, aus denen vier neue Zellen entstehen, von denen jede haploid ist. Hier ist ein Gratiskalender dabei. Bist du sicher, dass es nur Krämpfe sind? Ich sag dir mal was. Die Wörter nur und Krämpfe, die passen nicht zusammen. Okay, du bist echt wehleidig. Eines Tages wirst du wissen, wie diese Schmerzen sind. Hey, du kannst mich ruhig auslachen, aber ich habe drei Schwestern. Nichts ist so wirksam gegen den Schmerz wie ein guter Joint. Weißt du, vielleicht will ich gar kein Schmerzmittel. Danke. Oder hast du vielleicht bloß Angst, durchzudrehen? Gib ihn einfach weiter. Na also. Ja. Ein Gramm $4. Ich will keine Drogen. Dann verschwinde hier. Ich würde gern wissen, was du überfahren hast. Naja, Officer. Sah aus wie ein Lykanthrop, würde ich sagen. Ich weiß, was ein Lykanthrop ist. Klar weißt du das. Hast du schon öfter einen Werwolf gesehen? Wieso, du etwa? Verdammt. Und, wirkt es schon?
Nein, aber ist mir auch egal. Was macht ihr denn da drin? Sam, oh Mann. Sam, wir wollten nur in Ruhe kurz was rauchen. Wisst ihr was? Ich hab da eine Idee. Na los, verpisst euch gefälligst aus meinem Bus, ihr Arschlöcher. Das ist mein Ernst. Raus da! Raus! Na los, raus jetzt! Sam! Oh, Scheiße. Was ist mit deinem Bus passiert? Bin gegen einen Baum gefahren. Wiedersehen. Ginger, lass uns gehen. Ja, hier bist du nicht willkommen, Fitzenstein. Trina, leck mich am Arsch. Ruhig! Halt ihn bloß gut fest, Mann! Der tut nichts! Scheiße! Molly, sitz! Sitz! Ruhig, Molly! Oh, du Miststück! Oh, ist ja gut, Baby! Ich kann's nicht fassen. Das war total hinterhältig. Die ist echt gestört. Ginger, was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Das kommt nicht nur davon, weil du jetzt eine Frau bist. Kannst du nicht wenigstens antworten? Wow. Wow? Das ist alles? Wow? Wieso kriege ich so einen Haarwuchs? Das ist beschissen. Unmöglich. Ich weiß. So eine Scheiße. So ein verdammter Mist. Ist das etwa... Was? Quatsch, nie im Leben. Was denn? Gebissen bei Vollmond. Und jetzt kriegst du Haare? Ich weiß, aber überleg doch mal. Vielen Dank, dass du diesen bekloppten Albtraum plötzlich so ernst nimmst. Hä? Oh, Scheiße. Vielleicht muss ich sterben oder so. Wir müssen auf die Krankenstation. Ich weiß, dass das sehr viel Blut ist. Die Periode. Aber es war wirklich wie eine Fontäne. Beim ersten Mal geraten anscheinend alle in Panik. Keine von euch hat schon mal menstruiert. Und wie alt seid ihr? Ich bin fast 16 und sie ist gerade 15 geworden. Sie hat eine Klasse übersprungen. Ein dicker, sirupartiger, erheblicher Ausfluss ist nicht ungewöhnlich. Innerhalb der ersten Tage werden Teile der Gebärmutterschleimhaut abgestoßen. Kontraktionen, Krämpfe pressen sie heraus wie mit einer Pumpe. In 3 bis 5 Tagen wirst du eine leichtere, hellrote Blutung feststellen. Darauf kann eine bräunliche oder schwärzliche Schmierblutung folgen, die das Ende der Periode anzeigt. Okay, dann ist also alles normal? Völlig. Du bekommst das jetzt etwa alle 28 Tage. Während der nächsten 30 Jahre. Toll. Danke. Ach, was ist mit Haaren, die vorher nicht da waren? Und Schmerzen? Sowas gehört alles dazu. Vielen herzlichen Dank. Komm jetzt, B. Moment noch. Ihr müsst euch jetzt schützen. Und zwar gegen Schwangerschaft und gegen Geschlechtskrankheiten. Macht es safe. Ach je. Ich wünschte, das wären Babyschenkel. Gingers Leib- und Magengericht. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Du kannst mich jederzeit um Rat fragen. Das ist ein Ende. Ich war's nicht. Ginger ist eine junge Frau geworden. Ich würde ihr nie was verraten. Vielleicht wolltest du, dass ich stinksauer werde. Ich will, dass es dir wieder gut geht. Es geht mir gut. Ich hab nur meine Periode, okay? Dann habe ich eben komische Haare.
Na und? Ich habe eben genug Hormone. Die machen mich vielleicht kreuzhässlich, aber dadurch werde ich noch lange kein Monster. Dieser Biss war also von einem Riesenhormon. Aber nicht von dem, was du denkst. Die existieren nicht. Norman, halt's Maul, verdammt nochmal! Vielleicht bellt er bloß deinetwegen. Hast du gesehen, dass ich letzte Nacht verwandelt war, jemanden umgebracht habe und mich heute Morgen zurückverwandelt habe? Nein. Ist das Ding mit einer silbernen Kugel umgebracht worden? Nein, das Ding wurde von einem Bus getötet. Immer musst du alles abwiegeln, was du nicht verstehst. Ja, weil es Schwachsinn ist. Zusammen mit Jungs nimmst du Drogen. Ich weiß, dass irgendwas nicht mit dir stimmt. Du hast vielleicht recht. Vielleicht gibt es dieses Monster. Ja, und es ist total eifersüchtig. Ach ja, ich habe mir schon immer gewünscht, zu bluten, Haare zu kriegen und McCarty einzublasen. Naja, du wolltest schon immer so sein wie ich. Du redest ganz anders als sonst. Oh, arme Bee. Ich werde erwachsen, du offensichtlich nicht, hä? Huh? Ich will dich dabei bestimmt nicht aufhalten. Das würde dir auch nicht gelingen. Geschöpf auf dieser Welt tötet ausschließlich zum Vergnügen. Der Werwolf. Oh mein Gott, da ist er! Ja, das ist er! Hast du eine Zigarette? Nein. Hast du wenigstens Feuer? Oh, danke. Seit über einer Woche habe ich versucht, dich zu erreichen. Jetzt warte mal eine Sekunde. Das hast du verloren. Hinter meinem Bus. Okay. Wir haben es beide gesehen. Was zum Teufel war das? Das, was du überfahren hast. Hm, ich weiß. Aber was zum Teufel war es? Ich habe ein Tier überfahren. Pelzig, vier Beine. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das war ein Lykanthrop. Klingt ganz schön verrückt, hä? Huh? Wenn du meinst, ich wäre reif für die Klapsmühle, dann wäre ich dir nicht böse, okay? Vielleicht hast du ja recht. Das würde erklären, warum er einen beschnittenen Schwanz hatte. Und wieso du um dein Leben gerannt bist. Ich muss jetzt gehen. Danke für meine Sachen. Wie heißt du eigentlich? Thank you.
Leben. So ein Quatsch. Danke. Nein, hey, Blödsinn. Was soll das heißen? Schwörst du, dass du niemandem was davon erzählst? Ja, ich schwör's. Ich verändere mich. Jetzt gerade und der Vollmond hat nichts damit zu tun. Ist das dein Ernst? Und überall sehe ich so eine silberne Kugel. In einer Waffe. An meinem Kopf. Schluss aus. Naja. Bloß nicht in Panik geraten. Ich meine, erstmal ist da das Ding auf der Straße. Mein Bus hat da ziemlich gute Arbeit geleistet. Ohne die Hilfe einer silbernen Kugel. Also vergessen wir einfach die Hollywood-Regeln. Es muss ein Heilmittel geben, stimmt's? Sonst wird es noch mehr von denen geben. Es ist so eine Art Infektion. Es wirkt von innen nach außen. Es ist wie ein Virus. Also Biologie. Das ist wirklich was richtig Handfestes. Denke ich jedenfalls. Du bist real, dein Problem ist real und die Lösung ist auch real. Nicht Bums, Tod durch moralische Notwendigkeit. Bei meinem ersten Piercing kriegte ich eine Infektion. Ein Mädchen sagte mir, nimm reines Silber, ist alles abgeheilt. Früher glaubten die Leute, Edelmetalle würden das Blut reinigen. Die dachten auch, Blutegel tun das. Tun sie auch. Hey, wieso legst du deine Schlampe von Schwester nicht an die Leine? Das wäre doch was. Ginger, kann ich dir kurz was sagen? Willst du dich entschuldigen? Nein. Komm, Jason, lass uns fahren. Alles klar. Ginger! Ginger! Hey, sie hat gerade ihren Eisprung! Bis dann, du Monster! Deine Schwester ist gerade in einer sehr aufregenden und verwirrenden Phase ihres Lebens. Jungs, ihr Körper, die ganze Umstellung. Vielleicht wärt ihr beide glücklicher, wenn sie das Gefühl hätte, dir mehr anvertrauen zu können. Weißt du, Bridget, auch du kommst an die Reihe. Eines Tages. Mein Magen. Hey, nicht so schnell. Wir haben den ganzen Abend Zeit. Tut mir leid, aber du schmeckst so gut. Leg dich einfach hin und entspann dich. Nein, das machen wir umgekehrt. Hey, wer ist hier der Kerl? Wer hier der Kerl ist, hä? Wer hier der scheiß Kerl ist? Nein, nicht ohne Gummi. Na! Ah, hör auf! Ah, Moment mal! Ah. Du bist ja zum Totlachen, du Schlappschwanz. Ah, ah. Ginger. Was ist passiert? Hat der Kerl dir wehgetan? Wenn er dir was getan hat, dann sag es. Oh mein Gott! Geh raus! Geh raus! Was ist passiert? Irgendwas stimmt echt nicht mit mir, Bea. Was ist passiert? Ich kriege so eine Gier. Erst dachte ich, es wäre nach Sex, aber es ist die Gier, einfach zuzubeißen und zu vernichten.
ist er. Draußen. Oh mein Gott. Das ist ja Norman. Er bellte so laut. Und er wollte einfach nicht aufhören zu bellen. Und ich konnte... Dann ist es über mich gekommen. Bea, was soll ich denn jetzt tun? Es war überhaupt nicht so, wie es mir vorgestellt hatte. Alles ist bloß so ein Rumgehample. Total unbequem. Und dann ist er fertig. Und du auch, irgendwie. Der Wichser erzählt jetzt wahrscheinlich überall rum, was für ein Monster ich bin. Wir verbreiten dasselbe über ihn. So funktioniert das nicht. Ich meine, er hat gevögelt und mich flachgelegt. Er ist ein Held und ich bin nur eine Nutte, eine Monster-Mutanten-Nutte. Habt ihr irgendwie verhütet? Nein. Meinst du, das nützt noch was? Wir müssen es eben versuchen. Wo hast du das her, den Ring? Hab ich gefunden. Zu blöd. Du müsstest auch einen abkriegen. Dafür, dass du das mit mir durchstehst. Fertig? Ja. Er sitzt fest! Halt still! Scheiße, beeil dich! Tut mir leid, tut mir leid! Gleich geschafft! Wie fühlst du dich? Böse. Norman. Hey, Norman. Aufs Ganze, Baby. Ja. Sehr gut. Boah, McCarty, was ist denn mit dir passiert? Ginger Fitzgerald hat mich scharf rangenommen. Oh nein, Scheiße. Was ist? Kriegst du auch deine Tage? Oh, Scheiße. Das ist bestimmt Tinte. Scheiße. Bridget! Bridget, komm her! Sag mal, Bea, hast du plötzlich einen Freund oder was? Nein, wir haben nur... Ich bin gleich wieder da. Oh, ach du meine Güte. Hey, was gibt's? Also, falls Silber nichts nützt, ich hab da noch eine andere Idee. Bist du auf Droge? Ich meine, jetzt gerade? Ich hab jetzt Unterricht.
Ja, entschuldige bitte, dass ich das vergessen hatte. Ich komme nachher zu dir, okay? Wie du willst. Die Fitzgerald-Schwestern sind ja echt begehrt. Okay, Seitenwechsel. Na los! Er denkt, ich wäre gebissen worden. Ich vertraue dir und du musst dem erstbesten Arschloch alles weitererzählen. Er kennt sich aus, er will mir helfen. Er will dir doch nur an die Wäsche, du blöde Kuh. Noch eine Nutte in der Familie. So ein Schocker. Du bist erledigt. Null Toleranz, was Gewalt angeht. Ein derartiger Wutausbruch ist unentschuldbar, außer es lägen mildernde Umstände vor. Alle Schüler werden gebeten, ab sofort nichts mehr in den Klassenräumen liegen zu lassen, da die Diebstähle sich in letzter Zeit gehäuft haben. Was glotzt du denn so, hä? Mein Füller ist ausgelaufen, okay? Mein roter Füller! Das war irre, verdammt nochmal. Hol die Kamera raus. Hast du deine Kamera dabei? Das müssen wir aushängen. Du hast Jason angesteckt. Ihr hattet ungeschützten Sex und du hast ihn infiziert. Hoppla. Ich muss jetzt zu Sam. Er hat eine Idee. Darauf möchte ich wetten. Dann lass uns doch gehen. Wenn du mitkommst, darfst du nicht komisch werden. Wenn er merkt, dass du eigentlich in Wirklichkeit diejenige bist, die ein... Ein was? Ein Monster ist? Hä? Ein Ungeheuer? Wenn er denkt, ich hätte ihn belogen, dann wird er nicht mehr mitmachen. Ich reiß mich zusammen. Romeo, oh Romeo, warum denn Romeo? Hey. Hey. Das mit vorhin tut mir leid. Ich wollte bloß nicht, dass uns jemand hört. Das ist alles. Ja, sie ist eben in letzter Zeit etwas schlecht gelaunt. Die Sache mit dem Silber hat nicht gewirkt. Habe ich recht? Ich wusste nicht, dass du jemanden mitbringst. Meine Schwester Ginger. Sie weiß alles. Ihr habt nichts gesehen, wenn ihr nachher wieder rausgeht. Habe ich mich klar ausgedrückt? Abgefahren. Eigenbedarf. Ja, abgefahren. Huh? Los, verpiss dich. Also, Bridget, es hat sich Folgendes rausgestellt. Ich habe homöopathische Behandlungsmethoden bei Infektionen mit diesen Überlieferungen verglichen. Hier. Aconitum lycoctonum. Lyco wie Wolf? Genau. Es ist gelber Eisenhut, verwandt mit Wolfswurz, aber völlig ungefährlich in geringer Dosis. Es ist... ein super Mittel für eine radikale Entgiftung. Es vermehrt die weißen Blutkörperchen. Ein Mittel gegen Infektionen. Hast du was davon? Naja, das ist eine Staudenpflanze. Die wächst überall, aber nur im Frühling. Scheiße. Das ist Schwachsinn, okay? Ich hab welchen ausgesät. Mann, soll sie etwa darauf warten? Okay, sie hat schon einen Hund totgebissen. Sie ist fertig. Ihr wächst ein Schwanz, weiß er das schon? Ginger. Hm? Dir wächst ein Schwanz? Ja. Hör zu, der ist doch auch bloß so ein Wichser, okay? Was bildest du dir eigentlich ein? Gib her! Was willst du denn, du Perversling? Sie ist 15! Ginger, warte draußen! Na schön, wenn er dich vergewaltigt, dann komm nicht angerannt. Dann bin ich nicht mehr da. Sie ist nur am Ausflippen.
Ich will von dir nicht das, was sie glaubt. Er ist im Supermarkt gestrandet. Willst du mitfahren? Herrgott, klopf doch an! Sprich nicht in diesem Ton mit mir. Du hast nichts, was ich nicht schon mal gesehen hätte. Das glaubst du. Wie darf ich das jetzt verstehen? Gar nicht. Ich bin fett, okay? Hau ab! Ginger, du bist nicht fett. Diese Models nehmen alle Amphetamine, um so auszusehen. Geh endlich raus! Okay, ich gehe ja schon. Ich bin bald wieder zurück. Gib mir meinen Hund zurück. Trina, ich hab deinen Hund nicht. Ginger hat ihn mitgenommen, ich hab's gesehen. Weißt du, du tust mir echt leid. Er mag dich doch gar nicht. Er steht auf Jungfrauen. Er ist nur aufs erste Mal fixiert. Trina, du blutest. Geh wieder nach Hause. Wenn du so schlau bist, wie du immer tust, dann wirst du nicht auf sowas reinfallen. Jemand muss doch endlich mal den Mut haben, dem Kerl zu widerstehen. Trina, geh bitte nach Hause. Du bist genauso eine Nutte wie deine Schwester. Das bin ich nicht. Warte, hast du noch nicht genug? Was machst du da? Keine Ahnung, wie. Was mache ich denn? Ruf Sam an, frag den Profi. Was? Du spielst mit deinen neuen Freunden und ich spiel mit meinen. Ginger, was machst du denn da? Du riechst gut. Was ist das? Zitrus oder Desinfektionsmittel? Was ist das? Bist du verrückt? Okay, das reicht jetzt. Lass sie los. Klappe. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Okay, du solltest dich jetzt erstmal beruhigen, Trina. Weißt du, Trina, die treibt's mit deinem Hengst. Ich würde auf keinen Fall freundlich zu ihr sein. Hör auf, so ist das doch gar nicht. Ich glaube, sie hat Angst um dich, Pussylein. Sie ist ein Arschloch. Sie ist das nicht wert. Du hast das doch so gewollt. Du hast dich für Sam entschieden und gegen mich. Alles, was jetzt passiert, ist deine Schuld. Das bist nicht du. Lass uns damit fertig werden. Ach ja, wie denn? Mit diesem Scheiß hier? Er irrt sich, du blöde Kuh. Das kann man nicht wieder heilen. Das weißt du doch nicht. Gib mir eine Chance. Was, noch eine? Ach, ich weiß nicht, Bee. Weißt du, ich bin ganz weit weg von dir. Ganz weit weg von dem Leben, das du führst. Und das ist ziemlich geil. Oh Gott, das ist ja ekelhaft. Du beschissenes, widerliches Stück Scheiße. Lass mich los. Fass mich nicht an, du Irre. Ihr beide seid ja vollkommen verrückt! Trina, wir wollen nur... Nur ein Stück Brot abgebrochen. Ach, erst packen wir die Sachen aus und dann kannst du was essen. Mm. Ach du heiliger Strohsack. Ich hab euch doch gesagt, ab sofort wird nicht mehr im Haus gestorben. Sei nicht böse, ist für eine Hausaufgabe. In 10 Minuten ist alles wieder sauber. Mais-Sirup. Daddy, möchtest du welchen? Tja, ich räume mal das Fleisch weg. Ich mach das schon! Mom! Was ist denn? Was wollen eigentlich die Männer? Oh, Bridget, ich bin ja so froh, dass du fragst. Tja, das ist das, was Männer wollen.
auch, wenn sie cool wirken oder sensibel sind, aber im Grunde sind sie alle gleich. Ganz genau. Danke für die Erklärung. Oh, Schatz, dafür sind Eltern doch da. Und jetzt ab ins Bett. Morgen ist Schule. Schönheitsschlaf. Das ist ja echt klasse. Ja, Hockey spielen wird jetzt langweilig sein. Hol mir einen Schraubenzieher. Oh Gott. Gute Arbeit. Die führen bestimmt was im Schilde. Sie verhalten sich wie normale Teenager, Henry. Und wieso interessieren sie sich auf einmal so für das, was du sagst? Bleib in deiner eigenen kleinen Welt. Diese hier ist zu groß für dich. Ach, Scheiße. Hier sind lauter Würmer. Früher habe ich dich immer gezwungen, sie zu essen, damit du hier rein durftest. Ein flaches Grab? Tja, das passt zu ihr. Hier, du kannst jetzt weitermachen. Hey, hör mal. Einem Mädchen würde keiner so eine Scheiße zutrauen. Mädchen sind doch sonst normalerweise Flittchen, die die Typen anmachen. Oder die Jungfrau von nebenan. Und weil alle so denken, wird uns niemand auf die Schliche kommen. Findest du sie hübsch? Würdest du sie essen, wenn ich nicht hier wäre? Nein. Das wäre ja so, als wenn ich sie vögeln würde. Du kannst das Haus nicht mehr verlassen. Wenn ich nicht mehr raus kann, dann werde ich echt verrückt. Wir werden Pam sagen, du wärst in der Schule. Und in der Schule sagen wir, du würdest krank zu Hause liegen. Und zwar so lange, bis die Sache auffliegt. Dann hauen wir ab. Weit weg von hier, soweit es nur geht. Forschungen zu helfen, was das Verschwinden von Trina Sinclair angeht. Sie ist tot, Mann. Bitte begeben Sie sich ins Büro, wenn Ihr Name aufgerufen wird. Ah! Wieso weicht Ginger mir aus, ha? Geht's nämlich gerade ziemlich gut. Ich hätte nur ein paar Fragen an Sie. Eine wäre, wieso wächst mir so ein verdammter Schwanz am Arsch? Vielleicht hat sie ein paar Tipps für mich, wie ich es machen soll, das zu verheimlichen. Es hilft nichts, wenn du mir wehtust. Siehst du? Also im Moment stehe ich auf abgefahrene Sachen. Ich bin ganz weit draußen, zwischen bekloppt und brutal. Willst du wissen, was ich gestern Abend gemacht habe? Ich habe meinen eigenen Hund umgebracht. Was soll ich deiner Meinung nach dagegen tun, hm? Du steckst bis zum Hals in der Scheiße. Dass ich in der Scheiße sitze, ist gar kein Ausdruck. Und du weißt auch genau, warum. Was geht hier eigentlich vor? Danke.
Ginger, wie war's in der Schule? Keine Ahnung, war nicht dort. Heute hatten wir einen Ausflug. Tatsächlich? Ich wüsste nicht, dass ich da was unterschrieben hätte. Daddy, bringst du mir heute Abend das Autofahren bei? Nächstes Jahr. Vielleicht. Also, wo seid ihr gewesen? Und wenn's kein nächstes Jahr gibt? Ginger? Mr. Wayne hat heute angerufen. Er fragte, ob es dir schon besser geht. Und wann du wieder in die Schule kommst, wollte er wissen. Die Polizei will mit dir reden. Es geht um eine Prügelei mit dem Mädchen, das vermisst wird. Daddy, darf ich aufstehen? Nein, du darfst nicht. Ginger, warte! Worauf, Bee? Du bleibst schön hier. Ich möchte wissen, was hier los ist. Jetzt sofort! Was ist das hier? Gelber Eisenhut. Bridget... Wo hast du das her? Aus einem Blumenladen. Und jetzt möchte ich eine Antwort haben. Trina Sinclair hat versucht, mich zu verprügeln, weil Jason McCarty uns lieber mag. Da hat Ginger ihr eine verpasst. Das ist alles. Ach, das ist alles? Prügeleien mit anderen Mädchen? Schule schwänzen? Ich bin sehr enttäuscht, Bridget. Tut mir leid. Du tust alles, was sie von dir verlangt. Das hast du schon immer so gemacht. Wann fängst du endlich an, eigenständig zu denken und zu handeln? Meinst du, ich sollte mit ihr reden? Nach ihr sehen? Sie findet es cool, dass du uns selbst herausfinden lässt, wie die Dinge laufen. Oh. Tatsächlich? Naja, ich wusste nicht, ob es mit dieser Methode klappt. Weißt du, was Pamela gesagt hat? Was machst du denn da? Ich schneide mir das Ding ab. Aufhören! Nein! Ich töte alles, was vier Beine hat. Und nichts hilft. Ich muss in Stücke reißen, was lebt. Ich darf nicht so sein. Das hier ist Eisenhut. Morgen stellen wir fest, wie man das benutzt. Wir hauen ab. Wenn du jetzt aufgibst, dann lässt du mich hier allein. Das wird ich dir niemals antun. Es tut mir leid. Ich habe Angst. Radio Fett wünscht euch ein fröhliches Halloween. Kümmere mich um das Heilmittel. Du darfst weder dir noch anderen Menschen irgendwas tun. Scheiße! Du beschissenes Weichei von Mädchen! Oh, willst du mich etwa verpfeifen? Halt die Klappe und warte auf mich! Du miese Ratte! Verdammt nochmal, lass mich raus! Hallo, lass mich raus. Heiliger Strohsack, gelber Eisenhut, wo hast du den her? Ich weiß nicht, ob man das raucht oder isst oder was, aber ich probiere das jetzt aus. Tja, was weiß ich, aber um ganz sicher zu gehen, würde ich sagen, der direkte Weg. Eine Injektion. Aber eigentlich bin ich echt nicht dafür, weil keiner von uns weiß, wie das Zeug tatsächlich wirkt. Ich wüsste nicht, was wir sonst machen können. Die Dosierung ist ein Risiko. Ich meine... Das ist klar, weil es keine Möglichkeit gibt, auf irgendwas zu achten. Aufs Körpergewicht. Es kann Nebenwirkungen haben. Du kannst das nicht allein ausprobieren. Meine Schwester wird dabei sein. Oh.
Weißt du, du willst sie retten, aber du kannst sie dabei umbringen. Was? Es ist für Ginger, oder? Hör zu, schlimmstenfalls kann dir passieren, dass du sie von ihrem Elend erlöst. Dazu solltest du aber bereit sein und du musst dir ganz sicher sein. Komm heute Abend wieder. Jace. Du hast... Geht ihr heute Abend zu der Party? Ja. Gut. Ich vergebe die Preise. Auch ihr könnt gewinnen. Ginger, in meinem Büro. Jetzt gleich. Los, McCarty. Hilfe! Ah! Oh ja, ein Mädchen. Große Klasse. Komm zu Papa, Baby. Ich hab was Süßes für dich. Hey, ich muss jetzt gehen. Ich hab Unterricht. Bridget Fitzgerald, bitte sofort in die Schülerberatung. Bridget Fitzgerald in die Schülerberatung. Er wollte unsere scheiß Mutter anrufen, Bee. Und ihr sagen, dass wir Hilfe brauchen. Also habe ich ihn daran gehindert. Weißt du, wie das geht? Ohne, dass man jemanden gleich verraten muss? Ich habe dich nicht verraten. Aber du hast mich eingesperrt. Du musst dir endlich helfen lassen. Wieso? Soll ich in den Knast gehen? Für den Rest meines Lebens? Wir warten und wenn alle verschwunden sind, räumen wir das alles weg. Irgendwie. Du hast eine Menge Mist gebaut heute. Oh mein Gott! Henry? Oh mein Gott! Was ist denn? Ach, Henry, wieso guckst du denn so? Die sind von dem Todesprojekt. Ach, die sind künstlich, du Dummerchen.
Ich suche was, um hier sauber zu machen. Warte hier und schließ die Tür zu. Titten. Ich mag kleine Mädchen. Oh. Lass ihn sofort los. Jason, bitte hör auf. Jason, aufhören. Aufhören. Er hat nichts getan. Ich mag's nicht, wie er dich ständig ansieht. Ich werde sofort Hilfe holen. Oh, Scheiße! Scheiße! Du hast Spaß daran. Das Gefühl ist so gut, Bridget. Als ob man sich selbst ganz zärtlich berührt. Du weißt, jede Bewegung genau auf den Punkt gebracht. Und danach sehe ich ein riesiges Feuerwerk. Supernovas. Ich bin eine gottverdammte Naturgewalt. Ich weiß, ich könnte jetzt praktisch alles tun. Als wäre ich gar nicht mehr mit dir verwandt. Du bist verrückt! Es würde dir gefallen. Mach einfach mit. Ein kleiner Kratzer, wir tauschen ein bisschen Blut. Dann sind wir unschlagbar, so wie früher. Genau das Richtige für uns. Ich möchte lieber tot sein, als so zu werden wie du. Wir haben einen Pakt! Ausstieg mit 16 oder Tod in der Szene, aber zusammen und zwar für immer! Ich sagte, ich würde für dich sterben. Nein, du wolltest mit mir sterben, weil du nichts Besseres zu tun hattest. Verdammt nochmal. Denkst du, ich will ein Niemand sein? So wie früher? Du spinnst wohl! Komm mir bloß nicht in die Quere, Bridget! Und ich werde Sam von dir grüßen. Hey.
ist deine Schwester? Im städtischen Gewächshaus. Steig in den Wagen. Ginger, wo ist Bridget? Sie konnte nicht kommen. Ja, wieso nicht? Sie hat Krämpfe. Sie lässt dich grüßen. Willst du was kaufen oder was? Oder was? Hol jetzt deine Schwester. Mom, also, ich glaube nicht. Ihr habt etwas Schreckliches getan. Aber ihr seid meine süßen kleinen Babys. Es ist okay, wenn ihr fortgeht. Es ist irgendwie normal, aber niemand darf euch mir wegnehmen. Morgen früh lasse ich im Haus Gas ausströmen und dann nehme ich ein Feuerzeug. Was? Wir fangen noch mal von vorn an. Nur wir Mädchen. Das wird lustig. Und was ist mit Dad? Er wird mir die Schuld geben. Das werden alle tun. Es ist nicht deine Schuld, Mom. Doch, das ist es. Verriegel die Türen, okay? Ginger, was soll das? Na, rate mal. Was machst du da? Ich weiß, dass du es willst. Alle wollen es doch. Du fragst dich, wie ich wohl wäre, hm? Was würde ich tun? Was für ein Gefühl ist es, drin zu sein? Ginger, hör auf. Zwing mich dazu. Ginger, deine Schwester. Oh, Scheiße, Mann. Ginger, geh runter von mir. Lass mich in Ruhe. Ginger, geh runter von mir! Du Wichser! Ich hab dir doch gesagt, dass du aufhören sollst. Mein Gott, Ginger, steh auf. Es tut mir leid, Ginger, steh auf. Ja! Oh, Scheiße! Du Miststück! Willst du mich? Wenn du mich willst, dann quäle dich die anderen und nimm mich, nimm mich! Ich will dich nicht! Ich kenne dich nicht mal! Bridget, nicht! Bridget, tu's nicht! Du machst mir alles kaputt, wenn du nicht im Mittelpunkt stehst! Nein. Scheiße. Jetzt bin ich wie du. Das weiß ich. Aber was bin ich? Wir müssen gehen.
geht alles viel zu schnell. Was soll das? Hast du den Verstand verloren? Du darfst das nicht tun, Bridget. Ihr braucht beide Hilfe. Du blödes Arschloch! Das Heilmittel wirkt! Ich hab's schon ausprobiert, aber ich hab zu Hause noch mehr. Nur so konnte ich sie dazu bringen, mit mir zurückzugehen. Oh, Scheiße. Woher hätte ich das denn wissen sollen? Jetzt hilf mir, okay? Lad sie in deinen Bus und fahr uns nach Hause. Einverstanden. Aber Ginger kommt nach hinten. Das ist Wahnsinn, du musst zum Arzt. Oh. Mein Gott. Sie hätte dich umbringen können, Bridget. Sie braucht mich. Fahr nach Hause. Heile sie, heile mich. Und dann? Weggehen. Dadurch löst du die Probleme nicht. Dad? Hallo? Oh, Scheiße. Das wollte ich schon lange reparieren. Ist sie entkommen? Oh Gott, das hoffe ich nicht. Ich kann nicht sehen. Gib mir mal die Taschenlampe. Da drin. Du hast ja den Verstand verloren. Noch nicht. Sei still. Ich muss an das Zeug rankommen. Na toll. Bridget! Ist ein Feuerzeug? Ich spüre mal.
Güte. Oh, Scheiße, los! Na los! Gieß ihn rein. Langsam, ganz langsam, langsam. Was war das? Mach einfach weiter, dann los. Okay, halt das mal. Okay, das ist sogar super hygienisch. Als ob das noch wichtig ist. Wie wär's, wenn du das nimmst und wir abhauen? Wie wär's mit Nein? Dann lass mich das machen. Du kannst dich kaum bewegen. Nein! Du kannst das nicht allein machen. Ich nehme die Nadel, dann gehe ich ins Wohnzimmer. Du lockst sie rein. Bums, wir sind fertig. Okay. Okay. Also, ich gehe jetzt. Sei vorsichtig. Ja! Da! 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 Ah!
nicht! Ich will nicht! Verdammt! Scheiße! Scheiße! Ginger? Komm schon, ich bin's. Okay? Ginger, bitte, ich bin's! Willst du das? Thank you.